Servus und hallo! Ich möchte euch heute mal den Neuankömmling aus dem Hause Peak International vorstellen. Den Protein-Pudding mit 80% Protein. Was gibt es zu sagen? Protein-Puddings und sonstiges Functional-Food, Functional-Mischungen, Brotbackmischungen und sonst was sind ja auf jeden Fall schwer im Kommen. Die gab es vor einigen Jahren noch gar nicht. Jetzt kommt das langsam, das mehr und mehr eben auf den Riegel, auf das Pulver, auf die Mischung und auf Sonstiges zurückgegriffen wird. Ich finde diese Entwicklung überhaupt nicht schlecht, weil wenn es sich um gute Produkte handelt, dann kann jeder von uns sich damit etliche Minuten am Tag sparen, die er vielleicht nicht in der Küche stehen muss oder vielleicht auch gar nicht in der Küche stehen kann. Sowas gibt es ja auch. Da muss man auch immer ein bisschen an die vielbeschäftigten Leute mit wenig Zeit denken und darum wäre das von der Idee her eine ganz gute Sache. Was gibt es spezifisch zu dieser Ergänzung zu sagen? Was mir ganz persönlich positiv aufgefallen ist, ist die Zusammenstellung des Proteinanteils. Wir haben hier nicht nur ein Whey-Isolat gemischt mit ein bisschen von irgendeinem Bindemittel, sondern wir haben tatsächlich eine in meinen Augen sinnvolle Proteinkonstellation. Wir haben Calcium-Caseinat mit drin, wir haben Milchprotein mit drin, wir haben Molkenprotein mit drin, also Whey-Protein anteilig, aber eben nicht vollständig. Und was für mich immer so ein bisschen so die nach wie vor beste aller Proteinkomponenten ist, wir haben auch das Ei-Protein mit dabei. Also eine sinnvolle Protein-Multiformula mit lauter hochwertigen Proteinquellen. Da ergibt sich mit Sicherheit eine ordentlich hohe biologische Wertigkeit aus dieser Mischung. Ansonsten gibt es zu sagen, dass sich wohl dieser Protein-Pudding in der üblichen Portion sowohl für Low-Carb als auch für Low-Fat eignet. Warum? Weil die Portion hier gerade mal 0,6 Gramm Fett liefert und gerade mal 1,8 Gramm Kohlenhydrate liefert, liebe Leute. Also egal was ihr macht, ob ihr Low Carb, Low Fat oder sonst was macht, ihr könnt eigentlich mit diesem Pudding für proteinreiche Zwischenmahlzeiten sorgen, die in meinen Augen geeignet sind, auch für Frühstück, für normale Zwischenmahlzeiten. Theoretisch denkbar sogar auch nach dem Training. Die Komponenten sehen ja schon entsprechend danach aus. Es ist ein schnelles und langsames Protein enthalten. Also sogar das, liebe Leute, würde funktionieren. Insgesamt finde ich das Produkt ziemlich gut, muss ich sagen. Geschmacksrichtungen gibt es momentan Schoko und Vanille. Mein persönlicher Favorit ist Vanille, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten.